So, liebe ISEC-Freunde, mit dem ersten Interview starten wir. Der Marc-André Putzhuber hat bereits Aufstellung genommen. Ich habe ja schon während der Live-Übertragung gesagt, es wird der Siegerkapperl angezogen für das Interview. Und da die ISEC-Akademie Steiermark gewonnen hat, gratuliere an dich, Marc-André Putzhuber, ist das Cap der ISEC-Akademie Steiermark bei mir auf meinem Hut. Die Kamera geht wieder zu dem. Zu Marc-André. Marc-André, zum ersten gratuliere zum Sieg, erstes Finalspiel gewonnen. Das ist einmal schon wichtig. Ich glaube, da ist es einmal auch ein Stein vom Herzen gefallen. Ja, also es war halt wichtig, einmal das erste Spiel zu gewinnen, damit man den Druck für morgen einmal genommen hat. Und wenn wir morgen gleich starten wie heute, dann glaube ich, schaffen wir das. Marc-André, bevor wir zum Spiel kommen, zuerst einmal gratuliere an dich und zwar beide. Penaltys heute versenkt. Ich glaube, tolle Leistung. Wird das von dir im Training immer trainiert? Hast du deshalb ein zweites Mal antreten dürfen beim Penaltyschießen? Na, ich denke mal, mein Trainer hat mich ein zweites Mal antreten lassen, weil ich den ersten auch schon reingekaut habe und hat sich gedacht, vielleicht schaffe ich den zweiten auch wieder. Du hast gesagt, ihr habt gut begonnen heute. Also das erste Drittel 0-0 und dann in den ersten 5,5 Minuten des zweiten Spieldrittels sind 5 Tore gefallen. War das zu erwarten? Wie waren denn die ersten Reaktionen von euren Trainern? Also zu erwarten war es nicht, dass wir gleich so viele Tore auf einmal kriegen und schießen. Und unser Trainer hat immer gesagt, auf geht's, weiter geht's, wenn wir ein Tor bekommen haben. Und ja. Am Ende, wie gesagt, gewonnen. Morgen folgt das zweite Finalspiel ebenfalls hier in der Merkur-Eisarena. Wir werden natürlich live dabei sein. Hat die Vorbereitung für morgen bereits begonnen in der Kabine? Ja, also unser Athletiktrainer, der Willi, hat schon gesagt, heute wieder gut auslaufen gehen, früh schlafen gehen, alles, damit wir morgen wieder fit sind fürs nächste Spiel. Marc-André, dann danke, dann mit dir ab in die Kabine und wir sehen uns ja morgen wieder, 11:15 Uhr, Spielbeginn. Bis dann und noch einmal gratuliere zum heutigen Sieg. Tschüss, Servus. So, zu mir gekommen, Assistant Coach Patrick Primus, an eurer Stelle gratuliere. Mit 4:3 das erste Finalspiel gewonnen gegen die Silber Caps aus Wien. Unglaubliches Spiel, glaube ich, heute. 0-0, erstes Spieldrittel, dann innerhalb von 5,5 Minuten 5 Tore gefallen und dann 7 Minuten gespielt im dritten Abschnitt. Ausgleichstreffer erzielt von Konstantin Humer der Capitals und dann 13 Minuten lang gezittert bis zum Ende. Wie ist es da dem Trainer gegangen? Ja, als Trainer, wie es ihm da gegangen hat, einmal. Grundsätzlich glaube ich, dass wir ein sehr gutes Eishockey-Spiel gesehen haben. Es war wirklich ein Spiel auf hohem Niveau, wo ich sagen muss, wirklich das Momentum ist immer hin und her geswitcht. Das erste Drittel angefangen war es ein bisschen, ich sage, abwartend bei der Mannschaft. Beide Mannschaften haben sich darauf konzentriert, eben keine oder wenig Fehler zu machen. Und im zweiten Drittel hat man gemerkt, dass man einfach ein bisschen die Karten herzackt hat. Und ja, da ist einfach, dann sind auch die Tore gefallen. Klar, wie geht es einem als Trainer da? Ja, natürlich braucht man gute Nerven, glaube ich, bei so einer Partie. Aber es ist doch auch schön, nachher, sage ich immer, wenn man dann gewinnt, ja, und als Sieger vom Eis geht. Wie gesagt, unentschieden 3:3 nach der regulären Spielzeit und dann kam der Putzi, der Marc-André Putzhuber, der versenkt heute gleich zweimal im Penaltyschießen und ich weiß, du möchtest nie einen Spieler hervorheben, aber bitte lass es mich als Kommentator 2 Penaltyschüsse versenkt. Ich glaube, da kann man ihm schon einmal auf die Schulter klopfen und warum gerade er zweimal angetreten? Fällt dir immer auf im Training? Ja, wie du weißt, will kein Einzelner vor allem nochmal. Das ganze Team ist gut und eigentlich hätte jeder zum Penalty antreten können. Aber ich glaube, dass der Marc-André einfach die Verantwortung in dem Moment übernommen hat und gesagt: Hey, Jungs, ich habe den einen für uns, den Sieg holen wir uns heute. Auf mich könnt ihr euch verlassen. Und wenn einer bereit ist und das sagt zu uns, dann geben wir ihm auch die Verantwortung. Und wir wissen, jeder hat sich eine fürs Team, jeder gibt alles fürs Team. Und wie man gesehen hat, hat er es auch super gemacht. Spiel gewonnen, abgehakt natürlich für den Trainer. Das heißt, ich gehe davon aus, die Vorbereitung für morgen, die läuft bereits.
Wie wird jetzt die Mannschaft für morgen wieder vorbereitet? Ja, wenn ich dir das verraten würde, dann würde es der Gegner auch wissen. Nein, Programm schaut so aus, jetzt ein lockeres Auslaufen, dann ist Athenam steht am Programm und dann werden wir uns einfach fokussiert vorbereiten auf die Partie morgen. Morgen startet es wieder bei 0-0 und schauen wir, was der Tag bringt. Aber ich glaube, wenn wir wieder als Mannschaft auftreten, so füreinander radeln, füreinander beißen, dann werden wir morgen hoffentlich den Titel nach Graz holen. Patrick, noch für das Interview. Auch wir werden uns vorbereiten für morgen. Das heißt, die Interviews werden so rasch wie möglich auf die Facebook-Seite des Steirischen Eishockey-Verbandes transportiert werden. Wir sehen uns morgen wieder. Spielbeginn morgen, zweites Finale zwischen der Eishockey-Akademie Steiermark und den Silbercaps, den Wienern, um 11.15 Uhr. Wir sind natürlich wieder live dabei mit SDEHV TV, natürlich mit Unterstützung von Platin TV. Dann lasse ich dich wieder zu deinen Mädchen und zu deinen Jungs. Ihr habt sie auch Spielerinnen in eurem Team. Dann sehen wir uns morgen wieder. Danke, Patrick. Bis morgen. Tschüss, Servus. Danke und Servus. Bis morgen. Ciao.